Ich bin im Sommer 1994 in Wiesbaden in die Loge Plato aufgenommen worden. Und ja, und jetzt im 26. Jahr meiner Freimaurermitgliedschaft. Mein Name ist Harald Wenske, bin im 72. Lebensjahr, seit 1971 verheiratet mit einer Frau, habe zwei erwachsene Kinder, die wiederum mir jeder zwei Enkelkinder geschenkt haben. Ich war 40 Jahre lang von 1968 bis 2008 Polizeibeamter hier in Görlitz nach meinem Studium. Habe während der DDR-Zeit Wirtschaftskriminalität bearbeitet und dann nach der friedlichen Revolution in der DDR bin ich dann in den Bereich der polizeilichen Prävention gegangen und war dort als Inspektionsleiter Prävention für alle Bereiche der polizeilichen Vorbeugung, also Kinder- und Jugendschutz, Verkehrsprävention, Rauschgiftprävention, war ich dafür zuständig und das bis zu meiner Pensionierung im Jahre 2008. Ende 1992 habe ich erstmals davon etwas gehört, den Begriff Freimaurerei. Das war für DDR-Bürger überhaupt kein Begriff, für mich zumindest nicht. Auch in meiner dienstlichen Tätigkeit ist das Wort nie gefallen während der DDR-Zeit. Und im Dezember 1992 haben Wiesbadener Brüder hier einen Gästeabend veranstaltet in Görlitz im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Görlitz und Wiesbaden. Und da bin ich mal hingekommen, weil ich neugierig war, was das für Menschen sind, was das für eine Vereinigung ist. Und habe dann gehört, dass sehr wichtige Prinzipien der Freimaurerei die Toleranz ist, der Meinungspluralismus ist. Aber dieser Meinungspluralismus, der fehlte mir eben. Ich war so erzogen, dass die SED als führende Partei immer recht hat. Da gibt es ja auch ein Lied dazu. Ein besonderes oder zwei besondere wichtige Prinzipien habe ich bereits genannt. Das ist die Frage des Meinungspluralismus, aber auch der Toleranz. Und da gibt es eine kleine Episode in meinem Leben, was die Toleranz betrifft. Nämlich bestärkt worden bin ich, in die Freimaurerei einzutreten, durch zwei katholische Christen innerhalb meiner Familie, die ich eingeheiratet habe. Der eine durfte nie zu mir während der DDR-Zeit Kontakt aufnehmen, weil ich ja ein Polizist war und er lebte bei Stuttgart. Und der andere, sein Schwager, war ein relativ großer. Er war auch ein katholischer Priester und den Priester habe ich gefragt, was sagst denn du zur Freimaurerei? Und da sagte er zu mir, das sind nicht die Schlechtesten. Das war also für mich so eine Art Schlüsselentscheidung, dass ich gesagt habe, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich bereits bei Gästeabend hier in Görlitz immer umgehört, was die Freimaurerei so macht. Dann war die Entscheidung im Prinzip durch beide, durch mich gefällt, dass ich in diesen Bund eintrete. Der andere, der hat mich begrüßt 1990, als hätte er mich vielleicht 14 Tage zuvor erst gesehen. Aber das war ja noch DDR-Zeit. Und ich war da sehr bedrückt, weil ich ja in diese Familie durch meinen Beruf, durch mich selbst einen Keil im Prinzip getrieben hat. Meine Ehefrau durfte ihren Onkel, es war ihr Onkel, auch nicht sehen, wegen mir. Und der hat das gemerkt, dass ich da sehr ruhig, sehr bedrückt war, aber eigentlich bin ich ihm geschildert worden, dass ich auf Menschen zugehe und das hat er mich, und hat er mich angesprochen und sagte, wieso bist denn du so? Meine Schwester hatte ich mir anders geschildert und
habe ich ihm das erklärt, dass ich sehr bedrückt war. Und er sagte, weil er mich so empfangen hat, als wäre ich ein ganz normales Familienmitglied gewesen. Und da hat er gesagt, das ist ein Ausdruck meiner christlichen Toleranz. Also dieses Wort ist, ja, ich denke, das war im Frühjahr 1990 gefallen. Und diese beiden Erlebnisse haben mich dazu gebracht, hier bist du richtig. Das Eigenartige war, also es wurden, wie gesagt, im September 1994 wurden vier Görlitzer in Wiesbaden aufgenommen, zu den vieren zählte ich dazu. Und unter den vier Männern waren drei, die in der SED waren. Also die haben genauso etwas gesucht wie ich, denen fehlte die Gemeinschaft. Da sind wir schon beim dem nächsten Problem, was die Freimaurerei für einen Menschen interessant macht. Und wir vier waren dann sozusagen der Kern und daraus sind dann immer mehr entstanden. Und drei Jahre später ist dann unsere Loge wieder gegründet worden. Also wir waren alle aktiv daran beteiligt bei dem Aufbau. Und jetzt kommt ein bisschen die Eitelkeit, die ich dann auch später in der Freimaurerei oft gesehen habe, dazu. Die Wiesbadener Brüder wollten ja nicht irgendeine der drei bis 1935 existierenden Görlitzer Logen aufbauen, sondern die wollten die älteste natürlich nehmen. Und meine Loge, die Loge zur gegrünen Schlange, hat die Matrikelnummer 49. Und da kann man schon weltweit damit mit dieser Nummer ein bisschen Aufsehen erregen. Natürlich nicht so ein Aufsehen wie die Dresdner Loge mit der Nummer 2 oder die, als Beispiel die Leipziger Loge mit der Nummer 7, die mir näher war. Natürlich, aber wir, die 49, da sind wir schon stolz drauf. Ja, unsere Loge, die gegrünte Schlange, hat dann nach der Lichteinbringung 1997 hier in Görlitz eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht. Wir haben nicht nur in Görlitz unsere Gästeabende gemacht, um weitere Männer zu interessieren für uns, sondern wir haben auch in Bautzen und in Zittau Gästeabende parallel durchgeführt unter meiner Leitung als damaliger Meister vom Stuhl hier in Görlitz. Und das war ein ganz schöner Kraftakt, innerhalb eines Monats teilweise an drei Orten Gästeabende durchzuführen. Und wir Görlitzer sind stolz, dass wir die einzige ostdeutsche Loge waren, die zwei Logen wiedergegründet hat. Also die selbst zwei Logen wiedergegründet hat. Das ist einmal in Bautzen die Loge und dann in Zittau die Loge. Und wir waren dann diese Brüder, die bei uns aufgenommen worden sind, aus Bautzen bzw. aus Zittau, haben wir dann entlassen, in die Freiheit entlassen. Und die haben dann wiederum ihre eigenen alten, ehemals bestehenden Logen wieder gegründet, sodass wir von 50 Mitgliedern jetzt bei 30 etwa gelandet sind. Aber Zittau und Bautzen haben natürlich im Laufe der Zeit auch noch viele Brüder dazu bekommen, sodass es wirklich eigenständige, funktionierende Logen sind. Und in der Oberlausitz sind wir dann doch schon drei aktive Logen. Mich interessieren natürlich andere freimaurerischen Systeme, genauso wie das System, in dem ich mich jetzt befinde, in der Johannes- oder Blauen Freimaurerei. Ich habe 4 Jahre nur das Amt des Meisters vom Stuhl durchgeführt, weil ich der Meinung war, es soll dann auch mal ein anderer Kopf, eine andere Prägung mit diesem anderen Kopf der Loge erfolgen. Nicht immer, dass es zu einer Erbmonarchie eines Meisters vom Stuhl wird. Und das gibt es leider Gottes nach meinem Wissen immer noch bei uns in Deutschland, dass Brüder 10, 15, wenn nicht gar 20 Jahre Meister vom Stuhl sind. Das muss nicht sein. Als ich dann das Amt abgegeben habe, war ich dann an der Historie der Freimaurerei sehr interessiert, habe mich erstmal um meine eigene Loge gekümmert, habe
also die Geschichte der eigenen Loge, dann die Geschichte der anderen beiden Görlitzer Logen. Und dann bin ich über diesen Görlitzer Tellerrand hinausgestiegen und habe geschaut nach Böhmen, also in das heutige Tschechien, und nach Niederschlesien, in das heutige Polen, wie dort die Freimaurerei war, und habe dort geforscht, den Unterlagen, die es da mir zur Verfügung gestanden haben. Leider Gottes sind noch nicht alle Unterlagen in den Händen der deutschen Freimaurerei, denn in Moskau, in Polen und in den USA, wo überall so Akten rumliegen, die konnten wir nicht zur Kenntnis nehmen. Aber ich habe dann ja viele PowerPoint-Vorträge erarbeitet und bin derzeit gerade an der Vollendung meines Buches, welches den Titel hat Arbeiter am rauen Stein, Freimaurer, Görlitzer Freimaurer aus 3 Jahrhunderten. Und dort sind 58 Biografien von Freimaurern enthalten. Ich will damit das Leben eines Menschen zur Kenntnis geben, den Lesern, der dann nebenbei noch Freimaurer war, aber hier in Görlitz Hervorragendes geleistet hat. Und da gab es doch schon, wie in anderen Städten, dann mit Sicherheit genauso Menschen, die das Gesicht ihrer Stadt geprägt haben. Und das haben eben diese 58 Görlitzer, über die ich schrieb, durch Interviews mit noch lebenden Kindern. Es sollte vorkommen, dass noch Kinder von ehemaligen Freimaurern aus der bis zur NS-Zeit, bis zum Verbot, noch gibt. Durch Besuche in Archiven Enkelkinder interviewt. Und so ist dann dieses Buch entstanden, was vielleicht alle beide Bände zusammen ungefähr 500 oder 600 Seiten haben wird. Der Stand der heutigen Freimaurerei in Deutschland ist ja geprägt dadurch, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es nur eine einzige Großloge gibt, gibt es ja nun 5 Großlogen. Und ich gehöre einer Loge an, die nennt sich Alte, Freie und Angenommene Maurer von Deutschland, AF und AM. Und dann gibt es noch 2 andere Deutsche und dann gibt es noch die beiden, ich bezeichne es mal so ganz salopp, obwohl das vielleicht dieser oder jener nicht so sehr gerne hören würde, als Besatzungsgroßlogen, aber es ist so. Und da kommt die Frage, ist das überhaupt notwendig, ist das noch zeitgemäß? Dass es entweder so viele Logen gibt oder wäre es besser, wenn es nur eine einzige Loge gibt? Zum Stand der heutigen Freimaurerei von meiner eigenen Großloge muss ich sagen, es sollte so bleiben, wie es ist, dass eben die Logen relativ autark sind, dass da niemand denen groß reinredet, wie sie das Logenleben zu gestalten haben. Dieses Autarke ist mir, das relativ Selbstständige ist mir sehr sympathisch und das sollte auf jeden Fall so bleiben. Und da sollte man auch nicht allzu sehr reindiktieren, denn da sind wir wieder bei diesen zentralistischen Prinzipien, obwohl ich, was den Föderalismus betrifft, habe ich eine eigene Auffassung dazu. Dann sollte man nicht den Logen reinreden, sondern so sie sich entsprechend den Prinzipien der alten Pflichten verhalten, dann ist das schon eine recht günstige Situation und die würde ich auch gerne so beibehalten wollen. Also wenn mich ein Suchender fragt, ob es sich lohnt, in die Freimaurerei einzutreten oder ob er das sein lassen soll, würde ich ihm auf jeden Fall das empfehlen und mit meinem eigenen Leben begründen. Er muss dann aber, und das muss ich ihm dann noch dazu sagen, der Ehrlichkeit halber, selber diese Erkenntnisse dann bekräftigen, um sie bestätigt zu fühlen oder um sie nicht bestätigt zu fühlen, seine Erkenntnisse und seine Vorstellungen. Ich würde aber vor allen Dingen an meinem eigenen Beispiel sagen, dass er nicht zu erwarten hat, dass riesengroße oder dass überhaupt das große Geheimnis ihm jetzt offenbart wird. Das gibt es von dem Gefüge der Freimaurer her nicht, sondern das große Geheimnis, und da stehe ich dazu, weil ich davon überzeugt bin, das bin ich selbst.
wie ich die Freimaurerei erlebe und wie die Freimaurerei mich selbst als Mensch so beeinflusst, dass ich vielleicht mehr oder auch weniger in den Augen der anderen ein besserer Mensch werde. Engagiere dich für die Freimaurerei. Sei nicht nur ein einfacher Mitläufer. Versuche, das Leben in erster Linie in deiner Loge selbst zu gestalten. Denn das sind die Brüder, mit denen du in erster Linie umgehen musst. Ich habe es in den fast 26 Jahren nicht eine Minute bereut, in den Bund eingetreten zu sein, obwohl es viel Ärger gegeben hat. Dort hat meine Frau manchmal gesagt, bist du blöd, dir den Ärger auf den Hals zu halten? Ich sage, ja, ich bin blöd, weil dieses Blödsein gut ist.